Aufnahme starten, läuft. Mal sehen, ob mein Rechner das alles mitmacht. Jetzt ist er echt multisimultan unterwegs. Aber egal. Ich schnapp mir mal die Prüfungsaufgabe oder die Aufgabe, die du uns angetan hast. Und jetzt müsstest du mal gucken, weil das sehe ich jetzt gerade nicht. Das ist die Aufgabe 69 oder was? Genau. Also Übungsaufgabe 69 ist bei mir auf der Seite 18 von dem Übungsband. Okay, und ich schreibe das mal ganz kurz hin. Also wir arbeiten uns da mal so ein bisschen durch und ich versuche dir mal so ganz kurz zu erklären, was in meinem Köpfchen abläuft. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Wir werden ja die Lösungen, hast du ja selber auch da irgendwo schon hinten drin. Aber das nützt einem manchmal nichts, weil man denkt, wie kommen denn die Kameraden drauf? So. Ihr lernt es immer mitgegeben und gesucht. Das ist auch schön. Ich sage immer, versuch doch mal eine Skizze zu machen. Verstehst du? Weil eine Skizze, die enthält immer gegeben und gesucht und ist für mich also um ein Vielfaches angenehmer, da jetzt gegeben und gesucht heranzuschreiben, als einfach hier nur hin, weil das hilft mir irgendwie im Kopf immer nicht so. So, und jetzt weiß ich Folgendes, und das musst du tatsächlich erstmal auswendig lernen. Du weißt, was ein Drehspulen-Messgerät ist. Im Grunde genommen wird da Strom durchfließen und dieser Strom, der erzeugt ein induziertes Feld, ein induziertes magnetisches Feld und wird dann den Zeiger auslenken. Weißt du, dann hast du so einen Zeiger gebildet da. So, und das Ding malt man aber eigentlich tatsächlich immer so hin, als Widerstand. Ja? So, und wenn du mich jetzt auf deine Ohren kriegen würdest, würde ich mich auch nicht im Nachgang hören. Weißt du, was ich meine? Du hast die Lautsprecher laut, dann höre ich mich immer noch mal so als Echo immer wieder. Das ist nicht so geil. Also, wir versuchen mal, diesen Widerstand als Drehspulen-Messwiderstand auszuloben. Also, das soll das Messgerät sein. Einverstanden? So, und von diesem Messgerät weiß ich nur, RM-Messgerät. Das beträgt wie viel? 200 Ohm das Ding. Und jetzt kontrollieren wir immer, weil ich das immer nicht so ganz genau hier jetzt immer links und rechts gucken kann. Weißt du, aber ich versuche es nochmal. Aber der nennt das R-Innenwiderstand. Ich nenne das einfach R-Messgerät. Ja? Das sind 200 Ohm und in der Prüfung kannst du selber schreiben, was immer du willst. Ja? So, das weiß ich. Ich schreibe erstmal nur hin, was ich weiß. Und ich weiß natürlich auch, dass dort also im Grunde genommen, tja, keine Ahnung, was weiß ich denn noch, dass der normalerweise bei diesem ganzen Gebilde einen Spannungsausschlag oder einen Messbereich von 0 bis 50 Millivolt hat. Weißt du, was ich meine? Das heißt also, dieses Ding hier, um es nicht kaputt zu machen, hat also maximal 50 Millivolt. Ah, wie soll ich das da hinschreiben? Ja, schreib es einfach hin. V. Nein, das heißt ja dann U, ne? U-Messgerät beträgt also 50 Millivolt. Ja, wenn du so willst, von 0 bis 50. Weißt du? Das zeigt er mir an. So, wäre ja kein Problem. Wenn ich jetzt 10 Millivolt hätte und so weiter, dann würde er mir 10 Millivolt auch anzeigen. So, und jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt tun soll. Er sagt, jetzt soll ich das irgendwie realisieren. Jetzt kommen aber 3 Volt an. Verstehst du? Er will aber irgendwie jetzt 3 Volt messen. Also ich versuche mal hier jetzt meine Kiste hinzumalen, wo der jetzt seine 3 Volt hat. Weißt du, die kommen ja jetzt hier an. Gleich 3 Volt. Das ist praktisch die Batterie oder was auch immer er hat, weißt du? Und du kannst sofort sagen, wenn diese 3 Volt in der Kiste ankommen, dann brennt er durch. Das ist wie eine Sicherung, weißt du? 3 Volt ist größer als die 50 Millivolt, die er ab kann. Das tötet ihn. Einverstanden? Egal, was der da jetzt an Widerstand hat. Okay, das habe ich kapiert. Das heißt also, der darf auf gar keinen Fall mehr als diese 50 Millivolt haben. Also brauchst du hier vorne, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das hinzeichnen soll. Ich male das jetzt, weil ich das so dumm angefangen habe, hier oben hin. Brauchst du hier jetzt erstmal einen Widerstand, der sagt, komm mal, mein Besser, hier musst du jetzt gewissermaßen die Spannung reduzieren, damit du diesen Grenzwert nicht überschreitest. Einverstanden? Also so muss man sich das vorstellen. Wenn man das weiß, ist es einfach. Verstehst du? So, das heißt also,
50 Millivolt sind für mich immer so komisch irgendwie. Kann man das auch in Volt schreiben? 0,050 Volt, oder? Weil das sind die Basiseinheiten. Einverstanden? Ich versuche das immer so in Basiseinheiten zu belassen, damit ich da nicht zu blöde werde. Aber jetzt ist mir noch gar nicht so richtig klar, was denn im Prinzip hier tatsächlich laufen muss. Ja, also was ist denn das? Das wäre der Vorwiderstand RV, so will ich ihn mal benennen. Ist das überhaupt richtig, was ich da mache? Also 3 Volt soll er realisieren. So, war keine Ahnung, so ganz genau, so ganz genau. Aber nun haben wir so angefangen. Wenn das eine Prüfungsaufgabe wäre, würde ich jetzt genauso da stehen und sagen, ich weiß nicht, ob das richtig ist, oder? So, also, dann würde ich sagen, ja, wie groß, was, den soll ich ausrechnen da, oder was? Ja, aber wie? Aber wie? Das Einzige, was ich weiß, ist doch dies hier. Das sind doch die beiden Kenngrößen, die ich tatsächlich habe. So, und da kannst du doch sagen, was für ein Strom würde dann durch dieses Messgerät fließen? Das wäre jetzt also eigentlich I-Messgerät, oder? Kannst du dieses I-Messgerät jetzt hier ausrechnen? Genau, und da weißt du ja, diese goldene Formel, ich nenne sie immer URI. U ist gleich R mal I. Und das gilt ja für alles. Weißt du, das ist ja so die Zauberformel, die wir da immer haben, oder? So, und jetzt kannst du da M hinschreiben. U-Messgerät, R-Messgerät, I-Messgerät. Das kannst du nachher auch für V machen, weißt du? Weil für jedes einzelne Bauelement kannst du das schreiben. Und jetzt ist klar, wenn ich diese Formel hier, die für jeden Widerstand, auch für Leiter und so weiter, für elektrische Leiter gilt, kann ich jetzt I-Messgerät nehmen und kann sagen, naja, das muss doch U-Messgerät durch R-Messgerät sein, richtig? Ja gut, dann mach doch mal. Da habe ich doch schon mal vielleicht den ersten Punkt verdient, verstehst du? Nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, aber ich schaff's trotzdem, ne? Weißt du? Ich mache das einfach mal. Schreib in Basiseinheiten hin. U ist wie viel? 0,050 Volt. Geteilt durch 200 Ohm. Da kommt Ampere raus. Weißt du, so habe ich ja schon kapiert. Ist gleich, tipp mal einfach ein, nach dem Motto, ich sehe nicht, was ich da schon weiß, aber egal. 0,5 geteilt durch 200. Echt super klein, richtig? Was ist denn das? 2,5 mal 10 hoch minus 4 Ampere, richtig? Ja, was ist das? Super, wie viel Milliampere sind denn das? 1 Ampere hat 1000 Milliampere, richtig? Dann, und das heißt minus 4. Also nur mal für uns als Zahl, damit, weil ich weiß immer, wo euch dann auch so der Schuh drückt. Das heißt also, ich müsste jetzt das Komma um 4 Stellen nach vorne verschieben. 0,025 Ampere. Nur mal so für mich. 1, 2, 3, 4. Stimmt das? Genau. Wenn du Milliampere willst, 1, 2, 3. Richtig? Wie viel Milliampere sind das? Kriegen wir so hin, ne? Oder? Gut. Und das macht doch vielleicht schon ein bisschen Sinn für uns hier. Oder? Das heißt also, wenn, ja, ob das jetzt alles stimmt, ich weiß nicht jetzt, ich habe gar nicht die Lösung jetzt nebenbei hingelegt, aber ich muss mir das ja jedes Mal wieder neu überlegen und sagen, ja, Hand ins Feuer oder nicht, weißt du so. Und 50 Millivolt ist ja auch nicht viel, der Innenwiderstand ist nun mal da, ich kann den nicht ändern. Und jetzt kann ich sagen, okay, wenn denn jetzt hier 50 Millivolt tatsächlich auch als Spannung anliegen würden, dann würde auch durch das Messwerk dieser Strom fließen müssen. Verrechnet habe ich mich nicht, oder? So, alles gut. Dann habe ich es jetzt auch verstanden und unterstreiche das und sage mal, das wäre praktisch der Strom, bei der auch nicht überschritten werden dürfte. Einverstanden? Denn wenn du den überschreitest,
Ja, dann kocht das Ding wieder auf und weg ist er. Also wir dürfen zwei Dinge nicht tun. Wir dürfen die Spannung nicht überschreiten und wir dürfen den Strom nicht überschreiten. Richtig? Also manchmal denke ich immer, wenn meine Mutter mich so sehen könnte, weißt So, also das war jetzt erstmal so der Einstieg, um in den ganzen Mist überhaupt klarzukommen. So, und jetzt nehme ich mir, suche ich mal nach einem Grünstift hier, verstehst du? Aber glaubst du vielleicht, das Genie beherrscht das Chaos? Aber so langsam zweifle ich dran. So, da ist mein Grünstift. Dann kannst du doch sagen, so ist das doch eine Reihenschaltung. Ist das richtig? Okay, Reihenschaltung. Reihenschaltung. Das erkenne ich. Ich hätte natürlich auch drüber nachdenken können, ob das eine Parallelschaltung ist. Aber ich weiß natürlich, dass du im Grunde sagen kannst, bei einer Reihenschaltung, da addieren sich die einzelnen Spannungen. Stimmt das? Okay, das heißt also, ich male das mal so hier hin und sage die Spannung UV. Und die Spannung, na, ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt hinmalen soll. Das hast du wieder so blöd gemacht hier, aber du ahnst es schon. Ich gehe einfach mal so rüber und sage mal, das wäre jetzt die Spannung UM. Einverstanden? Also wenn ich hier jetzt messen würde, würde ich ja praktisch diesen Spannungsabfall messen letztlich sozusagen. Dann kannst du doch sofort sagen, bei einer Reihenschaltung addieren sich die Spannungen. Also U Gesamt ist nichts anderes als U1 plus U2, schreibe ich jetzt nicht, sondern weil es heißt ja einmal UV plus UM. Einverstanden? So, und ich glaube, jetzt habe ich doch im Prinzip kapiert, dass bei einer Reihenschaltung der Strom durch alles durch muss. Das heißt also, auch hier oben fließt IM. Einverstanden? Das heißt, das Wasser, unsere Elektronen, fließen also hier komplett durch. Das heißt, der Strom, der hier oben durchläuft, den kenne ich also auch schon. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Also, ich weiß also, UV ist dann nichts anderes als 3 Volt minus, verdammt nochmal, 0,05 Volt. Das fühlt sich an wie 2, oh, 9,5 Volt, stimmt das? Rechne nach, weil ich bin immer zu faul für so einen Scheiß, sag ich mal. So, also UV kenne ich. Ich kenne auch den Strom, der da durch muss, richtig? Den habe ich mir ja so mühsam ausgerechnet hier. Also kannst du sagen, ja komm, Alter, final sind wir doch jetzt am Ende. Dann kann ich doch jetzt, schreib es ruhig nochmal hin. IV. Ist ja gleich IM, wenn du so willst, weißt du? IV ist gleich IM. Das war ja, der Strom muss gleich sein bei einer Reihenschaltung. Ist immer noch 0,2, naja, ich schreibe jetzt diese 2,5 Milliampere dahin, weil im Prinzip wollen die uns mit solchen Einheiten ja auch echt verarschen, weißt du? So, aber es gilt wieder das alte Uri-Spiel, richtig? Denn wenn ich jetzt U habe und I habe, dann kann ich logischerweise auch das R ausrechnen. Also, RV Vorwiderstand muss sein, wieder diesmal umgestellt nach UV durch oh, IV, richtig? Und da darfst du dich bitte nicht durcheinander bringen lassen, dass diese dämlichen Einheiten da im Grunde genommen tatsächlich uns das Leben nicht zur Hölle machen. Hast du so? Okay. Und auch diese Bezeichnung vor allen Dingen. Und jetzt heißt es, schreib einfach gnadenlos hin. Nach dem Motto, ist mir alles doch scheißegal oder was. Oh, siehst du, 2,95 Volt geteilt durch, und dann schreibst du das dahin. Ja, 0,12325 Ampere. Ist das richtig? Ja, Mann. Ist gleich. Auf jeden Fall wissen wir schon, da kommt mal Ohm raus. Einverstanden? Du hättest. Pass auf. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch diese alte Zahl hier im Taschenrechner, richtig? Und jetzt kommt mein Zaubertrick. Das steht ja im Nenner. Und den will ich als Mal nach oben holen. Ja, wie denn? Mit 1 durch x. Benutze mal diese Taste hier. Du hast ja diese Zahl da jetzt in der Anzeige. Und mit dieser Taste mache ich daraus sozusagen den Kehrwert. Fand ich immer ziemlich geil, so eine Taste, wenn man sie hat und weiß, was sie bedeutet, ne?
mal, verdammt nochmal, was muss ich jetzt rechnen? 2,95 habe fertig. Und dann sind das 11.800 Ohm oder was? So, ich habe keine Ahnung. Hast du die Lösung da liegen? So, ich bin gespannt, weil sonst, sag ich mal, vergiss alles, weißt du? Das wäre natürlich voll von Arsch. Hat sich gut angehört, gut vorgetont und trotzdem falsch oder was? Welche ist das? Aufgabe Nummer 69, sagst du, ne? Na, komm her, Dickerchen. Ich bin auch gespannt, was das wie ein Flitzebogen. Alter, ey. Ich hasse doch diesen Scheiß hier, ey. Ist alles blöd aufgemacht hier in dieser Scheiße hier. Find ich gar nicht. Der hat so viele gleiche Sachen hier. Spinnt der total oder was? Hat er? Also auf welcher Seite bist du denn bitte? Ich finde die jetzt gerade so schnell. Ach du Scheiße, weil das ist so schlecht in diesem alten Band, weißt du das? Nicht, dass sie da 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das kann ihr. Aber dieser Band existiert ja auch nicht mehr, ne? Einverstanden? Also 69, da habe ich ihn. Ja, ich habe die Ohm. Komm, magst du mir nochmal das in Kilo-Ohm umrechnen? RV entspricht dann 11,8, weil das K steht ja für 1000, wenn du so willst, weißt du? So, und weißt du, wie mich das erleichtert? Ja, aber wichtig, für mich ist es wichtig, dass du kapiert hast, wie der Dicke seine Lösung gefunden hat, weißt du? Weil da hilft mir so eine Lösung jetzt da bei der IHK wenig, weil ich kann es dir dann nicht richtig erklären, verstehst du? Nee, eben. Und darum hatte ich eben auch nicht nachgeguckt. Ich hätte ja dann nachgucken können, weißt du, nach dem Motto, oh, zeig mal, was du da jetzt machst, dann bin ich schlau und bin sicher. Lösung vorrechnen, was viele Kollegen von mir ja immer noch besser können als ich. Solche Experten gibt es ja genug. Sondern du musst wirklich kapiert haben, dass dieser Widerstand, dein Messgerät, genau das hier ist. Weißt du, das ist dein Messgerät, was auch immer das Scheißding macht. Und wenn diese Spannung überschritten wird, stirbt das Messgerät. Wenn der, ne, genau, und wenn der Strom überschritten wird, stirbt das Ding auch. Das heißt also, beide darfst du nicht überbelasten. Und dann kannst du natürlich sagen, alles klar, tut es ja auch nicht. Ich muss ja erstmal wissen, wo denn hier auch Ende Gelände ist. Und das haben wir hier ausgerechnet. Und so bin ich der ganzen Sache beigekommen. Und dann ist auch irgendwie klar, das, was an zu viel an Spannungen kommt, muss ja da verschwinden. Verstehst du? Darum bin ich überhaupt auf diese dämliche Reinschaltung gekommen. Und das habe ich vielleicht nicht am Anfang so schön gesagt, wie ich das jetzt gesagt habe, aber du musst irgendwo anfangen, versuchen, dich durchzuhangeln, und bei einer Parallelschaltung hätte es nie geklappt. Hättest du selbst festgestellt, ja, das ist ja bei dir die nächste Aufgabe, ne? Aufgabe Nummer. Ich nehme ein neues Blatt. So, und danach gibst du mir deine Kontoverbindung. Ja, freue ich mich riesig, wenn du das sagst, dass ihr leider keine Experten habt, die also auch zeichnen können. Denn ich sag mal, grafisch ein Kunstwerk ist es nicht, ne? So ist es. Und in der Prüfung geht es ja immer so, entweder kann ich die Aufgabe, weil hier, ich hatte ja gesagt, schreib doch hin, gegeben und gesucht. Weißt du, nützt dir nichts ohne das Ding. Wenn du es aber kannst und weißt, dass man es so rechnet, dann werde ich natürlich hier nicht malen wie Van Gogh oder was. Nee, so ist es. Und das musst du eben sehen. Aber bei solchen Aufgaben kostet viel Zeit. Ich habe keine Ahnung, ich gucke da gerade mal rein, wie lange sind wir dabei? Boah, 20 Minuten. Merkst du selber, wie viele Aufgaben du da rechnen kannst, ne? Bei 90 Minuten hätten wir schon jetzt, die hätten wir zwar sicher die Punkte, aber so richtig toll wäre es nicht, ne? So, egal, komm. Wollen wir uns die anderen auch nochmal angucken? Oder kriegst du die alleine jetzt hin? Ja, im Grunde geht die Scheiße jetzt rückwärts, sage ich immer, ne? Nee, 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 nee.
Nicht ganz, also genau dasselbe oder immer das gleiche, ich weiß es nicht. Das sind die Worte, die ich auch immer nicht verstehe. Seite 18, komm. Ich gucke nochmal kurz zurück, weil ich brauche die Aufgabe, weißt du so. Und das ist die Aufgabe 70 und dann kann ich dir jetzt mal wieder zeigen, wie der Kleine anfängt nachzudenken, oder?